Guten Morgen. Guten Morgen. Es geht los. Wir haben den 23. Dezember. Wir fahren in Schnee. Ja, ich auch. Ja. Zuerst gehen wir noch die Brüder abholen. Ja, genau. Und dann gehen wir mit zwei Autos los. Richtung Mitte Deutschland. Göttingen ist das erste Ziel. Dort haben wir übernachten. Und dann geht es rauf Richtung Dänemark, Kopenhagen. Ja, wir fahren los. Ja, wir fahren los. Woo! Wir haben Lukas aufgeladen. Der ist hier neben uns. Hallo. Er sagt dem Papi noch Tschüss. Und dann fahren wir los. Ab auf die Autobahn. 595 km bis zum ersten Hotel. Hotelzimmer ist erreicht.
So sieht das aus. Dann müssen wir natürlich das Bad anschauen. Das Bad ist das Wichtigste. Dusche, Badwanne, ja. Stehende Badwanne. Klo. Nicht schlecht, für 100 Euro pro Nacht. Hallo, wir laufen jetzt zum Weihnachtsmarkt in Göttingen. Schauen wir mal, ob es dort etwas zu essen gibt. Es regnet, wie man sieht. Es ist kalt, es windet. Nein, kalt ist es nicht. Es windet halt einfach stark. Ja, zum Teil, ja. Mal schauen, was es hier gibt. So nach langer Autofahrt. Ein bisschen Weihnachtsstimmung. Wie muss auch sein. Guten Morgen. Das hier ist unser Hotel in Göttingen. Und das Beste daran, wir können
können einstecken, direkt laden. Das Auto wieder voll ist am Morgen. Jetzt fahren wir weiter Richtung Kopenhagen. So, guten Morgen noch einmal. Zweiter Fahrtag jetzt am 24. Dezember, heilig oben. Heute geht es Richtung Kopenhagen rauf, 730 km. Ich bin allein im Auto, das Astrid fährt den Volvo von Lukas heute und kommt dann später bei mir fahren. Pause gemacht, das Kaffee geschlürft und Tee, jetzt geht es weiter. Und ich muss nicht mehr fahren. für einen Moment. Immer. Richtung Hamburg. Den Straßenverlauf von A7 für 32 km folgen. Genau. Hamburg, nächste 55 km sehe ich hier gerade. Und dann Richtung Flensburg, noch 210 und dann sind wir in Dänemark. Die Elbtunnel. Hier ist noch das Terminal, irgendwie etwas Geheims. Hafen. Eine riesen Brücke da hoch, geht krass. Wo geht die hin? Wahnsinn. So, jetzt geht es ab in den Elbtunnel. Den Straßenverlauf von A7 für 7 km folgen. Ja, genau. Ja, Elbtunnel, das erste Mal in unserem Leben. Wir hören dann immer nur in den Nachrichten. Aber es ist einfach ein Tunnel. Jetzt fahren wir unter dem Wasser durch. Ja. Das machen wir dann später noch einmal, wenn wir an die Nordkap-Insel rauffahren.
So, Elbtunnel hinter uns, ganz normaler Tunnel gesehen, nichts Spezielles. Schöner Tunnel, ja. Ja, ich glaube, um diese Zeit ist das auch besser zum Durchfahren. Und jetzt, wir haben 100 km Reichweite im Tank, also das heisst, wieder mal tanken. Das hat auch nicht so viel Platz im Auto. Ganz rechts. Links abbiegen. Ja, ist gut. Wir müssen tanken. Halt Schnur. Also so. Genau, kurzer Tankstopp. Ja, perfekt. Es ist eins, wir haben Hunger. Genug gefahren für den Moment dort. Burger King. Aber wir gehen nehmen ein anderes Haar gegessen. Wir gehen in die Burger King. Wir hocken schon wieder im Auto. Das Restaurant dazu. Ist heilig oben. Was erwartet ist. Vielleicht hat das nächste noch. Wir schauen mal. Sonst gibt es noch Tankstellen-Shop. Die Leute müssen auch mal daheim sein, das ist ja so. Aber wir finden schon etwas zu. So, neuer Versuch. Das mal probieren wir mit McDonalds. Die sehen, hier sieht es aus, als hätte es offen. Jetzt, hat er gesagt, oder? McDonalds ist McDonalds. Wir fahren weiter. Ab der 10. Grenze. Wahnsinn, wie es hier Hochspannungsleitungen hat, hier am Mast. Alle Richtung Dänemark. Und wir tuckeln hier mit 60, wo hier eine Baustelle ist. Ja. Es ist dunkel, wenn wir ankommen. Aber morgen ist ja fahrfrei. Dann passt ja das. Gerade noch Baustelle und jetzt fahren wir hier über eine grosse Brücke. Mit so einem Kanal, keine Ahnung, was das ist. Aber es sieht eindrücklich aus. Und es stürmt und hudelt. Herrlich. Die Sicht ist nicht gut. Aber jetzt fahren wir wenigstens wieder 70. Was will man denn mehr an Weihnachten? Autofahren. Ja. Yeah. So, wir fahren immer noch auf Richtung Dänemark, kurz vor Flensburg. Gut, gehören gerade, wir haben jetzt 1000 km gemacht. Von unserer Reise, die ersten 1000 waren voll. Eben Richtung Dänemark sind wir unterwegs und wir haben krassen Seitenwind. Das Wasser muss immer gut gegenlenken. Und es ist gerade langweilig. Links ist flach, mit ein paar Windräder. Und hier hinten ist flach. Ah nein, dort bauen sie eins auf. Jetzt ist interessant. Ich weiß aber nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Dort hinten sind sie ein neues aufbauen und sonst stehen auch noch viele Windräder. Da ist er am Drehen. Genau. Aber sonst ist es einfach langweilig. Aber wir wissen es beide nicht. Weihnachtsstimmung hier, heilig oben. Und immer gratis. So, jetzt sind wir an der Grenze zu Dänemark. Deutschland haben wir durchfahren. Mal schauen. Lass mal die Kamera laufen. Mal schauen, was sie meinen. Ob wir durch dürfen oder nicht. Aber wenn ich so vorne schaue, sehe ich niemand. Kontrolle. Hier hat es schwedische Fahnen. Ja, hier ist niemand, da kann ich alle anschauen. Schwedische Fahnen, finnische Fahnen, norwegische Fahnen. Cool. Die Ampel ist grün. 45 für 76 km folgen. Ja, das ist kein Schwanz rum. Ah, dort Politi im Büro hocken sie. Die haben auch Ferien jetzt. So, und jetzt sind wir in Dänemark. Wir sind in Dänemark. Cool, das erste Mal in Dänemark. Es sieht genau gleich aus wie vorher. Jetzt ist hier 110. Jetzt kannst du 110 fahren, ja. Jetzt wird es ruhiger, jetzt kann man nur noch 110 fahren auf der Autobahn. Hier war jetzt einfach verschalten. Ja, du bist wie 100 wieder. Hast du das? Das war 130 auf der Autobahn. Ja, in Dänemark sind nochmal 110.
jetzt sind wir bei Odense durch. Jetzt kommt die erste grosse Brücke. Vorüber Richtung Kopenhagen auf die zweite Insel von Dänemark. Ja, mal schauen, wie die beleuchtet ist, weil es ist schon ziemlich dunkel. Müssen wir schauen. Aber auf der Kamera sieht es wahrscheinlich nicht so schlimm aus. Die grosse Brücke ist durch. Jetzt gehen wir hier zu Express, nein, Kord. Kord müssen wir, der Blau. So, wir haben hier die Fallstelle. Wir müssen hier die Karte her haben. Gehen wir hier. $270 dänische Kronen. Keine Quittung. Gute Tour. Ich hätte gerne eine Quittung genommen. Ja, nun. So, wir haben noch 45 km bis Kopenhagen und jetzt ist sogar ein bisschen der Himmel aufgerissen und der Mond ist vorgekommen. So, nach Fasch. 9 Stunden Autofahren und 730 km sind wir hier angekommen. Das Hotel ist irgendwie das hier. Entrance via Absalon Hotel. Das habe ich irgendwo gelesen. Und das Coole ist, hier steht das Auto. Und dort hat es Ladesäulen. Hier eine und hier eine. Und davor ist noch eine. Wir müssen schauen, welche sie da nehmen. Irgendwie ist das etwas dumm gemacht. Also ziemlich speziell hier das Hotel. Das war der Lift, so eine Art, keine Ahnung, Industrieaufzug. Und hier ist unser Zimmer, 305. Ui, sieht denn das aus? Grüezi wohl. Aha. Ui, geil. Aber schön. Mega. Jetzt müssen wir nur noch das Badezimmer finden. Hier das Wichtigste, der Fernseher, da haben wir Kevin allein in New York geschaut. Gestern haben wir Kevin allein zu Hause geschaut. Wichtig an der Weihnachten. Die Koffer rein. Das sieht mega aus, wie so ein Disco. Aber schmal, hier, WC-Showroom, WC-Schauer. Hier. WC-Schauer. Hä? Lukas stört hier den Plan. Zingerst hingere, dort hingere. Dort hingere. So, jetzt hat er hier Dusche und WC. Oh, geil. Niemand drin kann filmen. Nein. Wow. Hallo. Coole Dusche. Ist auch Gemeinschaft. Super geiles WC. Wow. Mega geil. Hier auch, Spiegel schauen natürlich. Hallo. Komm rauf. Hallo. Hi. Hier im Zimmer. Schöne Fenster. Es regnet gerade. Und wenn man jetzt hier oben schaut, aus dem Fenster raus. Wow. Sieht man hier unten. Das Auto am Laden. Und es regnet wieder mal. Aber es ist wunderschön. Schön geschmückt hier noch weihnachtlich. Wow. So, weil natürlich an Heiligob alle Restaurants zu sind, wir sind mit Takeaway gegangen. Es gibt Pizza. Gute, hä? Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, genau. Heute ist gut.
einen schönen Heilig oben halt. Der Herd hat auch nicht etwas dagegen. Wir genießen jetzt unsere Pizza. Wir können nicht immer Buntweit essen. das sind keine Buntweit. Das sind eisige Herdöpfel. Genau, eisige Herdöpfel, klein geschnitten. Heute ist schön.